Mitten auf dem Weg war wieder ein Schäter. Also irgendwie ist mein Stammwäldchen eine Schäterhochburg. Ja, finde ich super. Schade, meine Kamera packt das nicht so. Egal. Tag Leute. Jo, ich habe mal ein bisschen Zeit gefunden. Ich bin sehr im Prüfungsstress. Aber naja. Ihr kennt es sicherlich alle, da ist nicht so viel Zeit. Aber heute habe ich mir mal die Zeit genommen, um eine Hängematte zu basteln. Ich kann euch ja mal einen kleinen Einblick geben. Ihr werdet gleich sehen, was ich damit vorhab. Hier wird fleißig weiter Shelter gebaut. Löblich, löblich. Und ja, ich suche jetzt eine schöne Stelle. Und dann werde ich mal sehen, was ich so für euch mache. Leute, also ihr habt ja jetzt total super viele Videoantworten gemacht. Ihr seid da echt voll hinterher. Da kamen so geile Videos. Also, boah, ich habe mich sehr gefreut. Oh, ich habe damit ja nicht gerechnet. Also wir sind ja schon fast bei 15. Und ich habe mich ja... Also ich habe nicht gedacht, dass so viele das machen. Ein großes Dankeschön an alle, die mitgemacht haben und noch bis zum Ende April was machen werden. Ihr seid super. Jo, ui, jetzt, oh Gott, jetzt falle ich hier beinahe. Könnte man einen schönen Shelter machen. Dafür bin ich aber nicht hier, ich will eine Hängematte machen. Ah, ich suche mir mal eine schöne Stelle. Ja, Leute, jetzt gibt's was zum Lachen. Ich habe hier mal versucht, eine Hängematte zu basteln. Ganz billig, mit einem ganz normalen Knoten, hier Bassschnur und die weiße Schnur hier aus dem Baumarkt. Sieht denn so aus, wenn man ein bisschen Langeweile hat. Und ja, mal kicken, ob sie mich trägt. Oh Gott. Weiter Versuch. Ich habe die Paketschnur doppelt genommen. Hier. Und ja, so ein bisschen drumherum geflechtet. Was bist du denn da? Geh weg! Oder bleib einfach. So, das war mein Video zum Thema Sitzgelegenheit oder Hängematte. Ich schätze mal, ihr hattet euren Spaß. Ich hatte den auf jeden Fall. Ja, ein paar Leute fehlen ja noch auf der Liste. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr da irgendwie noch die Zeit findet, mitzumachen. Ach, ich geh mal hier noch. Und ja, wie ihr seht, mit ja, ein Stück Schnur, Seil, Paracord, ich würde mal schätzen, 5 Meter waren das, kann man sich eine Hängematte basteln. Naja, und ihr hattet ja auch bis jetzt ziemlich gute Ideen. Also, da kann man echt eine Menge Variationen sich basteln. Okay Leute, ich gehe nach Hause. Ist schon ein bisschen spät geworden jetzt. Sieht man vielleicht nicht, aber egal. Leute, danke für eure Videoantworten. Ihr seid spitzenmäßig. Macht's gut und haltet die Ohren steif. Ja. Da ist ein Wolf. Ein Wolf.
Ein Fuchs, natürlich. Oh, scheiße. So, Leute, dann wünscht mir mal Glück. Breiter sein. Also wenn ich jetzt hier liege und dann mich im Schlaf bewege. Dann passiert das.